Das ist da. Flavio Schili, ich bin der Spitzenkandidat der SPÖ Hietzing. Hi Flavio, schön, dass du bei uns bist. Kennst du unsere Wahlkabine schon? Kenne ich, habe ich aber ehrlich gestanden dieses Jahr noch nicht gemacht. Ich weiß ja eh schon, wen ich wähle. Achso, okay. Schauen wir mal, ob du historisch gesehen auch immer die SPÖ gewählt hättest. 1974 wurde im Nationalrat diskutiert, ob der Zivildienst eingeführt wird. Mhm. Wärst du dafür, den Zivildienst einzuführen? Also stell dir mal vor, es gäbe ihn noch nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hatte auch der Wehrdienst seine Berechtigung, aber ich glaube, wirklich jemanden zu zwingen, der das einfach ideologisch und menschlich nicht machen möchte, ist, glaube ich, die falsche Variante. Ich glaube, es ist die richtige Variante, Leute, die sich dafür einsetzen wollen und die zum Hergehen wollen, das zu machen, und die richtige Variante, die Leute, die das nicht machen wollen, dass sie sich dann anders einbringen können. Das war sicher die richtige Entscheidung. Denkst du, wer denkst du hat dafür gestimmt, dass der Zivildienst eingeführt wird? Also ich weiß natürlich auch als Geschichtsstudent, dass natürlich damals die SPÖ auch groß damit Wahlkampf gemacht hat, damit natürlich auch bei jungen Leuten vor allem realisiert ist. Und ich gehe mal davon aus, dass natürlich klassischerweise die konservativen Parteien dagegen waren, mit dem im Sinne, ich habe das auch gemacht, ihr müsst das auch machen. Also du hast tatsächlich recht, ÖVP und FPÖ waren dagegen, gegen die Einführung des Zivildienstes, und die SPÖ war dafür.